Hallo, hallo, ihr wunderschönen Seelen. Ihr vollkommenes Schattenspiel. Ich bin so, so schön platt hier gerade. Und dieses Geräusch, was sich ein bisschen anhört wie so ein Schweinchen, das kommt von dem Schwan. Ich wusste gar nicht, dass Schwäne sich so anhören. Genau, also hier so ein bisschen im Schatten. Ein bisschen Schattenspiele. Ich finde es gerade so cool. Ich wollte etwas mit dir teilen, weil ich auf mein gestriges Live-Video ziemliche Resonanz bekommen habe und auch Fragen, die meisten Fragen gingen in die Richtung, wie finde ich heraus, was mein Beitrag zum goldenen neuen Zeitalter ist? Also was ist genau, ja, wie finde ich das heraus? Und weißt du, das ist etwas, was ich ja schon viele Jahre lehre und was auch Thema, hauptsächlich das Thema in der Berufungslounge ist. Und es gibt viele Möglichkeiten, Techniken, Tools und so weiter. Aber ich möchte etwas mit dir teilen heute. Ein Ansatz, eine Möglichkeit. Und diese ist letztendlich, dass du die richtigen Fragen an die richtige Stelle stellst. Was bedeutet das? Die richtige Frage in Anführungsstrich ist, was ist denn mein Beitrag zum goldenen Zeitalter? Und an wen stellst du die Frage? An deine Seele. Denn deine Seele hat alle Antworten, die du brauchst, findest du in der Kommunikation mit deiner Seele. Die Frage ist nur, hörst du genau hin? Hörst du deiner Seele überhaupt zu? Lässt du dich überhaupt darauf ein, in die Kommunikation mit deiner Seele zu gehen? Oder hörst du mehr dem, was da draußen passiert? Hörst du mehr auf andere? Hörst du mehr auf irgendjemand, wo vielleicht gehst du auch irgendwo hin und sagst, hey, sag mir doch, was ist meine Berufung? Was ist mein Beitrag? Vielleicht lässt du dir Karten legen und so weiter. Spricht alles nichts dagegen, aber im Grunde möchte ich dir nochmal sagen, alle Antworten, die hast du, die hat deine Seele. Und wenn du ihr zuhörst, bekommst du diese Antworten und zwar immer. Also nimm dir doch ein bisschen Zeit und was ich als sehr praktisches Tool in Anführungsstrich herausgestellt hat. Ich finde es gerade so schön hier mit dem Schattenspiel. Das ist ja noch cooler, wenn ich eine Maske auf hätte. Aber eine coole Maske. Yeah. Genau, also eine Möglichkeit, die ich mit meinen Kunden zurzeit sehr häufig mache, ist, gerade weil es ja um dieses Thema geht, das goldene Zeitalter zu manifestieren. Gold ist übrigens ein sehr, sehr spannendes und wichtiges Thema, wirklich zum goldenen Zeitalter. Das heißt nicht für umsonst goldenes Zeitalter. Aber da gehe ich nochmal zum späteren Zeitpunkt mal darauf ein, wenn es euch interessiert. Also, stell dir vor, du erstellst eine goldene Lichtsäule. Eine Lichtsäule, die mit Mutter Erde verbunden ist und mit dem Kosmos. Es reicht, wenn du den Wunsch und die Bereitschaft hast, das tatsächlich zu erstellen. Eine goldene Lichtsäule. Und dann stellst du dich in diese goldene Lichtsäule hinein mit dem Wunsch und der Bereitschaft der Reinigung deiner nichtdienlichen Programmierungen und der Transformation dieser. Und was passiert, wenn du das tust? Stell dich dann in diese goldene Lichtsäule hinein. Hab den Wunsch und die Bereitschaft, dass diese goldene Lichtpartikel, dieser goldene Sternenstaub, dein System klärt. Und je geklärter dein System ist, desto mehr hörst du auch und nimmst deine innere Stimme, nimmst du deine Seele wahr. Kannst du in Kommunikation mit deiner Seele treten. Und wenn du in dieser goldenen Lichtsäule bist, lege ganz bewusst mal deine Hände auf dein Herz. Verbinde dich auch ganz bewusst mit deinem Herzenergiefeld. Ich meine, du bist eh nicht verbunden, aber einfach mal, um das bewusst auch nochmal diese Geste zu machen, bewusst in dieser Energie, in dieser tiefen Verbindung mit deiner Herzensenergie zu sein. Und dann, wenn du das getan hast, stell dir die Frage nochmal, was ist mein Beitrag zum goldenen Zeitalter? Und dann lausche. Und lass diese Lichtsäule, steh in dieser Lichtsäule, lass trotzdem diese Transformation, diese Reinigung von dem, was dir nicht dient und Transformation, lass es trotzdem weiterlaufen in Verbindung mit deinem Herzenergiefeld. Und dann öffne dich,
Wenn du diese Frage gestellt hast, stell dir vor, dass deine Energie, dein Herzenergiefeld sich immer mehr öffnet und du empfängst genau diese Antworten. Genau diese Antworten. Und dann lausche, nimm wahr. Und es mag sein, je nachdem, wie du veranlagt bist, welche medialen Fähigkeiten bei dir schon mehr ausgeprägt sind, kann es sein, dass du etwas auf einmal weißt. Du bekommst eine Eingebung oder du hörst etwas oder du hast ein Gefühl oder es kommt ein Wort, eine Botschaft, was auch immer es ist. Nimm das wahr, denn es ist die Botschaft deiner Seele. Und dann, damit ist es aber nicht getan, das ist nur sozusagen der Anfang, weil im Grunde, das ist meine Erfahrung, die meisten Menschen wissen durchaus, was ihr Beitrag ist, was ihre Berufung ist, was ihr Beitrag zum goldenen Zeitalter ist. Das Spannende ist immer nur, erlaubst du dir, das dann auch zu leben? Erlaubst du dir, dass dann, und jetzt kommt der Umsetzungsteil, dass du deinen Impulsen folgst, den Impulsen deiner Seele? Denn ab diesem Zeitpunkt, wenn du das getan hast, läuft im Grunde immer ein Programm und die Antworten deiner Seele, die schickt dir sie ständig. Ständig bekommst du Inspirationen, Inputs und so weiter. Die Frage ist, hörst du zu? Hörst du deiner Seele zu? Hörst du? Nimmst du die Inspirationen wahr? Und dann folgst du den Inspirationen. Folgst du den Inspirationen? Und genau das ist es. Wenn du das tust, dann ist ziemlich klar, was dein Beitrag ist. Und du beginnst nicht nur es zu wissen, sondern auch umzusetzen. Ja. Genau, das war die Antwort auf eure Frage. So, und wenn du bei der Umsetzung Inspiration und Begleitung so etwas wie eine Geburtshilfe benötigst, dann komm ins Celebrate Your Business Passion Projekt. Wie gesagt, zum 6.6., da bist du zu spät. Aber du kannst am 7.7. einsteigen. Und das ist ein 30-tägiges Seelen-Business-Retreat, wo es genau darum geht, dass wir Klarheit dazu haben, in welcher Welt wollen wir leben und was unser Beitrag dazu ist. Und das dann auch zu manifestieren. Denn dein Seelen-Business, das, was du mit der Welt teilst, das Geschenk, die Problemlösung, die du ja mitgebracht hast in dieses Leben, ist dein Beitrag zu dem goldenen Zeitalter. Und genau das manifestieren wir in diesen 30 intensiven, großartigen Tagen. Wenn du das möchtest, geh auf heidimariewellmann.de/aktuelles und ja, melde dich gleich an. Ich freue mich auf dich. Jetzt wird es immer lustiger hier mit diesen Schattenspielen. Gott, ist das geil, oder? Und hör dir das Rauschen im Hintergrund. Und auch noch ein Hund jetzt. Tada! So, ihr Lieben, das war's.